Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die besten Hochdruckreiniger mit Flächenstrahler. Wir schauen uns also drei verschiedene Modelle von drei Herstellern an, welche alle einen Flächenstrahler bzw. auch Terrassenreiniger genannt im Lieferumfang dabei haben. Damit ihr aber nun das beste Modell für euch finden könnt, werden wir euch die drei Modelle geordnet nach der Leistung und dementsprechend auch nach dem Preis vorstellen, wobei wir mit dem günstigsten Modell beginnen und das Video mit dem Premium-Modell abschließen. Für weitere Infos sind alle drei Hochdruckreiniger auch in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr euch weitere Informationen zu den Modellen einholen oder diese bei Interesse auch sofort bestellen. Nun legen wir aber los mit dem Video. Viel Spaß! Den ersten Hochdruckreiniger mit Flächenstrahler, den wir euch vorstellen wollen, ist der Koshier 135 Bar. Im Vergleich handelt es sich um das Modell mit der geringsten Leistung, dafür aber auch mit dem geringsten Preis. Inklusive Flächenstrahler ist dieses Modell sogar für nur knapp über 100 Euro erhältlich. Dabei bietet uns dieser Hochdruckreiniger mit Flächenstrahler, wie der Name schon sagt, 135 Bar Leistung bzw. eine maximale Wasserfördermenge von 420 Litern die Stunde. Damit ist das Modell auch ideal für die Beseitigung von gröberen Verschmutzungen geeignet und kann beispielsweise auch größere Fahrzeuge wie Autos, Motorräder, aber auch Hausfassaden, Zäune und sonstige Gegenstände von hartnäckigem Schmutz befreien. Und natürlich ist auch hier ein Terrassenstrahler mit dabei, welcher dafür sorgt, dass auch größere Flächen in Windeseile sauber werden. Auszeichnen tut das Modell unter anderem noch der 5 Meter lange Druckschlauch, welcher auf einer Kabeltrommel befestigt ist und damit super praktisch zum Einsatz kommen kann. Mit dem 5 Meter langen Netzkabel hat man hier eine maximale Arbeitsreichweite von 10 Metern. Und neben der großen Flächenbürste sind hier zusätzlich noch eine große 3-in-1 Sprühlanze sowie auch noch eine Seifenflasche, durch die man auch Schaumreinigungen vornehmen kann. Durch den Auslöser an der Sprühpistole kann man auch jederzeit den Druck einstellen. Man kann also sich aussuchen, ob man mit niedrigem oder höherem Druck arbeitet. Durch die zusätzliche Verstellung der Sprühlanze kann man den Druck außerdem noch durch den Sprühwinkel beeinflussen. Unserer Meinung nach ist der Koshier ein super Einsteigermodell. 420 Liter pro Stunde sind auf keinen Fall eine geringe Wasserfördermenge. Gering ist dafür aber der Preis. Dafür bekommen wir ein, wie gesagt, relativ leistungsstarkes Modell mit starkem Lieferumfang, unter anderem, wie gesagt, dem Flächenreiniger. Mehr Infos zum Modell über den ersten Link in der Videobeschreibung. Bleibt aber auch gerne noch bis zum Schluss dran, um die nächsten beiden Modelle kennenzulernen. Noch mehr Leistung haben wir nämlich mit dem nächsten Modell, dem Nilfisk E160 Bar. Wie auch hier der Name schon sagt, kommt dieses Modell mit 160 Bar und damit einer maximalen Wasserfördermenge von 500 Litern pro Stunde. 80 Liter also nochmal mehr als beim eben vorgestellten Koshier Modell. Das Modell mit 2300 Watt Nennleistung besitzt ebenfalls eine sehr praktische Ausstattung für eine gute Manövrierfähigkeit. Mit dabei ist ein eingebautes Fahrwerk, ein Schlauchaufroller sowie auch ein langes 5 Meter Netzkabel. Mit ca. 20,6 Kilo gehört dieses Modell eher zu den schwereren Hochdruckreinigern, dafür hat es aber auch große Transportrollen mit dabei sowie einen ausfahrbaren Teleskop-Tragegriff, um das Modell super von A nach B zu bekommen. Durch die Schlauchtrommel wird das Arbeiten, wie gesagt, relativ einfach gemacht, genauso wie durch den weiteren Lieferumfang. Neben der großen Standard-Sprühlanze sind hier noch drei verschiedene Düsen mit dabei, eine kleine Mini-Flächendüse, eine Seifenflasche für die Schaumreinigung und natürlich der Flächen- bzw. Terrassenreiniger. In Kombination mit der starken Reinigungsleistung des Modells kann man mit dem Nilfisk 160 Bar nahezu alles reinigen, was man möchte. Egal ob Autos, Terrassen, Grills, Außenmöbel, Fliesen, Stein, Metall, auf allen Oberflächen überzeugt dieses Modell durch eben seine starke Leistung und seine verschiedenen Einsatzgebiete durch die Düsen. Diese können beim Modell auch immer super an der Rückseite verstaut werden. Für jeden Aufsatz gibt es hier eine Halterung und so hat man beim Modell auch immer das passende Zubehör, das man aktuell braucht, dabei. Bei den Reinigungsgeräten von Nilfisk handelt es sich um Profimodelle, die aber auch für den privaten Anwender super geeignet sind. Mit der Kombination aus hoher Leistung, starker Qualität vor allem, was die Verarbeitung und auch den langlebigen Motor angeht und den vielen Aufsätzen, ist der Nilfisk E160 der perfekte Hochdruckreiniger für jedes Anwendungsgebiet. Mehr Infos zum Modell über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch auch mal die Kundenbewertungen durchlesen oder das Modell bei Interesse auch gleich zu euch nach Hause bestellen. Aber bleibt gerne auch noch beim Video dran, denn ein letztes Modell möchten wir euch noch vorstellen. Und wie versprochen handelt es sich hier um ein wirkliches Premium-Modell, nämlich um den Kärcher K7 Premium. Dieses Modell ist sowohl einzeln, aber eben auch im Set mit Flächenstrahler erhältlich und bietet uns vor allem erst einmal die stärkste Reinigungsleistung. Von allen Hochdruckreinigern von Kärcher ist der K7 das leistungsstärkste Modell mit insgesamt 180 Bar und einer maximalen Wasserfördermenge von 600 Litern pro Stunde. Nochmal zum Vergleich, das sind 180 Liter pro Stunde mehr als beim Koshier-Modell und nochmal 100 mehr als beim eben vorgestellten Nilfisk.
Damit kann der Kärcher K7 alle möglichen Oberflächen reinigen, beispielsweise sogar hartnäckig verschmutzte Häuserfassaden, auch große Fahrzeuge wie Wohnmobile oder Trucks und natürlich auch alles kleinere wie Gartenmöbel, Werkzeuge, Motorräder, Autos, Zäune oder natürlich durch den Flächenstrahler auch vor allem Terrassen und Einfahrten. Zudem kommt das Modell mit einem sehr langen Hochdruckschlauch von 10 Meter Länge, welcher ebenfalls über eine gut erreichbare Kabeltrommel aufgewickelt wird. In Kombination mit dem 5 Meter langen Stromkabel hat man hier eine Arbeitsreichweite von ganzen 15 Metern. Also in Leistung und Reichweite hat der Kärcher K7 schon mal die Bestwerte. Überraschend tut das Modell auch durch seine spezielle Sprühpistole. Statt viele verschiedene Sprühlanzen und Aufsätze in den Lieferumfang zu packen, funktioniert der Kärcher K7 vor allem durch eine große All-in-One-Sprühpistole. Durch diese können nicht nur verschiedene Sprühwinkel mit einer Pistole eingestellt werden, sondern diese ist auch ziemlich smart. Nämlich zeigt sie über das große LCD-Display jederzeit den benutzten Pumpendruck sowie auch weitere Parameter an. Beispielsweise lässt sich hier auch noch ein extra Boost-Modus aktivieren, indem das Modell seine ganze Leistung herausholt. Das war's aber noch nicht mit den Smart-Funktionen. Wirklich smart ist das Modell nämlich erst, wenn es mit der Kärcher-App verbunden wird. Denn ja, das Modell kann per Bluetooth mit einer App verbunden werden und hier bekommt man über die Kärcher-App jederzeit Expertentipps, wie man den richtigen Druck und die richtigen Aufsätze für seine Reinigungsaufgabe einstellen soll. Mit dem Kärcher K7 hat man also seinen persönlichen Reinigungsprofi immer auf seinem Smartphone mit dabei. Aber auch ohne diese Smart-Funktion überzeugt uns der Kärcher K7 Premium auf ganzer Linie. Vor allem da das Modell auch mit einem Flächenstrahler verfügbar ist. Hier handelt es sich um ein Modell, bei dem zusätzlich noch Reinigungsmittel eingegeben werden kann und mit dem in Kombination mit der starken Barzahl und Wasserfördermenge jede Terrasse oder Einfahrt sauber wird. Wir sind auf jeden Fall absolute Fans vom Kärcher K7, falls man es noch nicht gemerkt hat. Kärcher ist nicht umsonst der Marktführer im Bereich von Hochdruckreinigern. Ihre Geräte bieten die perfekte Kombination aus hochwertiger Qualität und starker Leistung. Und ja, das darf auch mal etwas mehr kosten. Informiert euch aber gerne selbst noch weiter zum Kärcher K7 oder zu den beiden anderen etwas günstigeren Modellen, die wir hier vorgestellt haben. Alles ist in der Videobeschreibung verlinkt. Dort kommt ihr mit nur einem Klick sofort zu den Produkten.